Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise zu einem neuen Halbvlog. Patrick und ich sind nämlich jetzt, oder wir wollen jetzt gerade losfahren nach Ikea. Genau, wir wollten mal schauen, was Ikea momentan so hat, ob die ein paar neue Sachen haben, ob die so ein paar Herbst, Oktober, Winter, aber eher so Herbst-Dekorationssachen haben. Genau, das wird so ein kleiner, ich hoffe, Haul, wenn wir was finden, ansonsten so ein Live-Shopping und... Ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal zu Ikea, ja, ne? Ja, wir brauchen eine gute halbe Stunde jetzt um diese Uhrzeit, glaube ich. Nein, wir brauchen eine ganz normale Zeit. Ja? Ja. Wir also wir fahren jetzt auf jeden Fall zu Ikea und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir da so finden. Bis gleich, Leute. Let's go. We going on a trip. So Leute, was habe ich gesagt, als wir losgefahren sind, dass es Stau geben wird und dass wir lange brauchen? Was hat die junge Dame nochmal gesagt? Nein. Es ist nur ein bisschen. Also ich schwebe hier in der Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend. Bebo, bisschen kannst du vorfahren. Bebo, warum wurdest du veräppelt? Weil du hast gesagt, wir gehen auf dem Rückweg bei dem Asiamarkt vorbei. Wir gehen auch. Und also ich habe Patrick gefragt, weil hier ist so ein richtig lecker, also nicht lecker, aber hier ist so ein Asiamarkt und der ist halt echt gut. Da kaufen wir mal so ein paar Sachen ein, so Dumplings und sowas. Und ich weiß nicht, wie lange der aufhört und ich habe gefragt, ob wir vorher gehen und Patrick sagt, wir gehen danach, aber wir wollten danach vielleicht was mit einem Kollegen machen, ein Essen. Mhm. Pass auf Rot. Oh fuck. Ich bleibe einfach hier mal stehen. Oh. Und dann sind wir bestimmt erst voll spät zu Hause und dann können wir nicht auf dem Rückweg mehr da vorbei. Ist doch egal. Nein. Wir brauchen die doch jetzt gar nicht, sind wir eh wirklich übers Wochenende. Ja, aber ich hätte die voll gerne. Wir können die nächste Woche kaufen, Bebo. Okay. We make a deal. Es ist so langweilig, ich wusste, dass es so wird. Dass wir so lange fahren und fahren und fahren und nichts vorankommen. Gute Nacht, Leute, weck mich, wenn es grün wird. So Leute, wir haben doch noch einen Halt beim Asiamarkt gemacht. Also wir sind gerade auf dem Parkplatz. Für meinen Bebo alles. Ich dachte, wir sind schon längst vorbeigefahren und auf einmal sind wir hier und ich so, oh, hier ist das und jetzt sind wir hier und ja! Ich wusste das. Ich zeige euch jetzt. So Leute, nachdem ich extra beim China-Markt angehalten habe, bei asiatischem Supermarkt, ist der jungen Dame aufgefallen, dass sie ja gar keine Dumplings mitnehmen können, weil die sind ja gefroren. Und wir sind ja mit Auto, werden ja noch vor lange unterwegs sein. Okay, also wir waren jetzt in dem Laden, es ging alles richtig schnell, weil die hatten eh nicht so viele Sachen. Das ging überhaupt nicht richtig schnell. Doch, das ging voll schnell. Die haben gar keine doch, die haben voll viele Dumplings, aber die haben, also die sind ja alle gefroren, deswegen konnten wir das jetzt nicht mitnehmen. Deswegen habe ich jetzt diese Dinger hier gekauft. Und zwar sind das diese Moki. Und die sind ja voll im Trend momentan. Man kann die ja in jedem asiatischen Restaurant so als Nachspeise bestellen. Und ich habe keine Ahnung, wie man das isst. Und in einem Restaurant bei uns in der Nähe kann man die mit Schoko nehmen, also so Kakao und Mango und sowas alles. Und hier gab es die jetzt nur mit roten Bohnen, deswegen habe ich die mit roten Bohnen gekauft. So sehen die Dinge aus. Die sind hier voll weich. Man kann die also so eindrücken. Ich will, ja, ich habe voll Angst. Schmecken die nicht? Ah, ja, Leute, 2 Euro weggeschmissen. So läuft das. Willst du probieren? Nein, Mann, wenn du schon sagst, dass es nicht schmeckt, dann werde ich kotzen. Tatsächlich, ich schwöre, 1:20, ich muss kotzen, wenn dir das nicht schmeckt. Boah, es ist voll ekelig. Da ist gerade einer richtig ausgerutscht. Auf der Straße. Der ist gelaufen, ist einfach ausgerutscht, der Arme. Es schmeckt nicht nach roten Bohnen, aber es schmeckt wie roher Brotteig irgendwie. Das kommt jetzt auf jeden Fall zurück in diese Tüte. Ist das, wo das drin jetzt war. Nein, ich kann es nicht aufessen. Hier ist nochmal einzeln verpackt und da schmeiße ich das jetzt rein. Und dann war es das. Der Rest wird verschenkt. Ein kurzes Update. Jetzt stehen wir nicht mehr im Stau. Wir nehmen hier die rote Ampel mit, die es gibt. Schmeckt! So Leute, wir sind endlich angekommen und jetzt geht's los. Ich hoffe, oh warte, ich bin voll überbelichtet.
Ich hoffe, wir finden so ein paar Sachen, dass wir ein bisschen die Wohnung neu gestalten können. Also nicht so ganz neu gestalten, aber so ein bisschen neu dekorieren. Ganz ehrlich, ich komme gleich aus IKEA mit neuen Möbeln. Das ist heftig, Alter. Hey, Kerzen, weißt du, was wir hier uns die Hände desinfiziert haben? Kerzen. Kerzen, die haben wir noch richtig viele davon zu Hause. Echt? Ich habe die gar nicht verbraucht, ich habe ja so viele gekauft letztes Mal. Oh. Ich habe noch alle. Ey, hier, Dings wieder. Was für wieder? Ich glaube, der ist immer noch hier. Oh, mit Schokolade. Ja, du weißt noch, letztes Jahr wolltest du mir den kaufen. Ja. Das finde ich auch voll schön. Die Vase ist richtig schön. Oh, ich habe mich direkt aufs Schild gestellt. Die Vase ist unnormal schön, aber ich mag auch so welche Decken voll gerne. Wir haben ja auch so eine Decke auf der Couch. Und ich würde auch gerne so eine holen, die so grob gestrickt ist. Wir haben so eine ähnliche, also unsere ist auch so weich, aber nicht von IKEA. Und hier gibt es die auch nochmal in rosa und in grau. Aber ich hätte gerne, obwohl grau ist eigentlich ganz cool. Eigentlich voll cool, aber ich hätte gerne so einen ganz dunklen Ton, also so ein dunkles Grau. Und hier sind noch ganz viele Kissen und ich will überlegen, ob wir vielleicht neue Kissen holen. Das gibt den ganzen auch vielleicht so ein bisschen herbstlicheren Look. So, Piotrek hat jetzt auch mal die Decken entdeckt. Und was sagst du? Wir hatten wir schon letztes Mal, haben wir gesehen, dass es 19,99 Euro kostet. Ist voll teuer. Ja, aber ich finde auch in diesem Hellgrau nicht so schön, es müsste so ein dunkles Grau sein. Ja. Ne? Ja, hier sind auch so Kissenbezüge. Ja, voll schön, aber die finde ich nicht so schön, die hier alle sind. Wow! Ja, Bebo, ich habe die erste Dekoration gefunden. Hm? Möchtest du sowas haben? Wofür? Dekoration, Herbstdeko. Du bist auch ein Herbstdeko. Was? Dein Zwilling. Oh, guck mal, wie süß. Den gibt's jetzt auch in klein. Meine Cousine hatte den mal in groß. Bebo. Ja, nur vom Bad her passt das. Komm jetzt. Ich hab die Farbe bestimmt. Also Piotrek sucht schon mal Kinderwetten aus. Ja, ich finde die Farbe bestimmt. So. Jalla. Das ist wirklich. Ich mal was Neues an. So, Leute. Ab ins Bett. Zwei Geschwister großgezogen. Ich hatte von der Lego-Kooperation mit einem Hotdog. Ich schwöre, das musst du kaufen und Dings und dann ins Keller legen oder auf den Dachgeschoss. In 20 Jahren hat das Wert. Glaub mir. Abo, das kostet 15 Euro. Leute, falls ihr Kinder habt und die Bock haben auf eine IKEA-Lego-Kooperation, I like it. Oh mein Echt? Gott, so eine Box habe ich mir gewünscht als Kind für Lego. Ich hatte nie Lego, ich mochte das gar nicht. Das ist auch für Jungs. Weil guck mal, da kannst du dir sowas bauen da drauf, so Städte und sowas. Ah. Boah, richtig cool. So Leute, ich habe jetzt richtig Lust mal hier in diesem Restaurant. Ich war hier noch nie was essen. Und alle sagen mal ja, voll günstig und eigentlich voll lecker. Deswegen will ich mal gucken. Nein, die haben so Köttbullar, haben die auch vegetarisch oder vegan sogar. Und du kommst mit deinem eigenen Getränk aus Asiamarkt hier rein. Boah, ich fühle das nicht immer richtig gut. Okay Leute, wir sind jetzt in dieser Deko und sowas alles Ecke. Und Piotri hat direkt eine gelbe Kerze gefunden. Riecht gut. Wir brauchen so eine Badezimmerkerze, finde ich. Oh, die riecht nach Ingwer. Auf jeden Fall soll das Ingwer sein, aber. Aber die sieht ein bisschen Zitrus. Oh, doch, ja, so ein bisschen Zitrone. Aber nicht so. Nehmen wir die mit? Von mir aus. Okay, nehmen wir einen Wagen. Eins. Wir werden nur mit dieser Kerze hier rausgehen. Ja, Leute, da waren auch kleine Wägen, aber Piotrek hat den riesigen genommen. Jetzt haben wir genau eine Kerze. Mal gucken, was wir noch so finden. Hier ist auch alles schon so richtig schön dekoriert, aber ich mag diese Rottöne eigentlich nicht so. Das ist schon weihnachtlich. Das ja, ist das ist so richtig weihnachtlich. Die sind schon einfach Weihnachtsmänner. Hier sind auf jeden Fall auch noch eine Menge Kissen, aber hier sind gerade so viele Leute. Diese Kissen fanden wir am Anfang nicht so schlecht, aber jetzt sind die doch nicht mehr so nice. Naja. Ich mag eigentlich diesen Farbton, der sieht dann echt ganz anders aus. So ungefähr. Auf jeden Fall, den mag ich eigentlich auch voll gerne. Das Ekliges. Stell dir vor, du willst dich aber auf eine Jeans hinlegen. Das ja, aber das macht, ist so Deko, Bebo. Nein, für die ja, Couch. Das ist Kissen. Ja, für Couchkissen. Das sind Psychopathen, die sowas machen.
Ehrlich, das ist ein richtiger Psychopathen. Ja, aber ich finde so ein Braun voll schön. Das passt oder mal. Das hier finde ich schön. Nicht in unsere Wohnung rein. Das ist schön. Oh Mann, Bebo. Ja, ich finde die Farbe auch richtig schön, wenn das passt. Auch voll süß irgendwie. Naja, und was für eine Decke nehmen wir jetzt? Was für ein Hallo? Diese hier, Bebo. So wie unsere, nur noch genau mal. Seine haben wir zu Hause. Warum brauchst du überhaupt noch eine Decke? Ich weiß nicht, ich dachte, das ist mal was anderes. Ein bisschen so Abwechslung. Ja, wir haben eine Decke. Aber die sind alle so kratzig, ne, Leute? Habt ihr eine coole Decke von Ikea, die nicht Nein, so kratzig ist? Wir müssen mal anders gucken. Bitte guck mal bitte, das sieht aus, als würden hier so Nägel hochkommen. Ja, die Sache ist, wenn du da einmal drüber machst mit deiner Sohle, dann hast du gar keine Schuhe mehr. Und richtige Füße, ey. Wir wollen vielleicht eine neue Fußmatte holen also, für unseren Eingang. Ja, Mann. Das ist schön. Nein, das hier kostet nur 1 Euro, Leute. Aber ist auch hässlich wie Nein, die Nacht. Aber das, ganz ehrlich, unser ist auch nicht viel schöner. Ja, es ist hässlich wie die Nacht. Guck mal, das ist wie so ein, da kann ich hier auch irgendwo draufschneiden. Das ist ein Teppich oder so. Ja, wir achten so nur auf Beleuchtung, aber Beleuchtung ist das A und O. Sowas finde ich auch total süß. Die sagst, wir bräuchten so einen kleinen Stehtisch. Das hier wollten wir letzte Mal haben. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, ne, war das so das hier. Unnötig. Ja, weil dann hast du gesagt, das ist Gold, das passt bei uns nicht hin. Ja, Junge, dieser Junge. Der singt für ganz Ikea. Das finde ich nicht schön. Nein, aber ich dachte, da wird so Strom kommen. Oh ja, ich kenne das mit Strom. Nein, Mann, voll hässlich. Also unsere ist schon nicht schlecht, die wir geholt haben, aber halt nicht. Ja, blende uns alle. Komisch. Ja? Was da oben steht. Diese da? Die da oben? Ganz rechts. Ganz links meinst du? Nein, da. Oh, die. Nee, finde ich gar nicht schön. Ja, weil das gibt Licht ab, aber nimmt keinen Platz weg. Natürlich nimmt das Platz weg. Ja, nicht in der Seite. Not funny, Bebo. Komm, Bebo, ich will meinen Hotdog, komm. Ich lass meine Hand bei Vergiss dir. Dein Getränk nicht. Leute, lass mich wissen, ob ihr die findet, meine Hand. Vergiss dein Getränk nicht. Ho, ho, ho. Oh, holy shit. Holy Christmas. Holy Christmas. I think it's Christmas time. Oh ja, mein Gott. Du musst dir mal jetzt vorstellen, jetzt müssen wir wirklich anfangen einzukaufen für Weihnachten, wenn wir so Deko haben wollen. Weil wenn wir anfangen am Weihnachten für Weihnachten einzukaufen, dann ist hier wieder Sommer. Nein, ich glaube, die haben das schon noch bis Weihnachten und so. Ja, aber da ist alles so laut. Naja. Ne, schöne Tasse. Cool, ne, für mich, ne? Was kostet? Was kostet? Kostet 1,50. Oder sagst du, ich bin eher so der Typ mit dieser. Patrick, du bist eher der Typ, der trinkt einen schwarzen Tee und dann geht der Rand nicht weg von der hellen Tasse, nimm eine dunkle. Nein, die helle ist viel cooler. Ja, ist mir egal. So, wir haben uns jetzt trotzdem noch 2 Veggie-Hotdogs geholt. Und zwar werden die in so einer Tüte rausgegeben mit Ketchup und Senf und Röstzwiebeln. Und wir berichten euch gleich, wie das Ganze geschmeckt hat. Ich habe die noch nie probiert, deswegen bin ich sehr gespannt. Schmeckt! Schmeckt nicht. Ist okay. Heute nur Scheiße. Erst diese asiatischen Dinger, jetzt das hier. Probiert es nicht aus, ist nicht so lecker. Wir sind jetzt auch fertig und unser Einkauf ist jetzt nicht so glorreich ausgefallen. Wir haben jetzt 2 Kerzen gekauft und das war's dann auch. Kannst du dir mal zeigen. Und zwar haben wir einmal diese Kerze gekauft, diese Ingwerkerze. Und diese Pfirsichkerzen oder was das auch immer sein soll. Nektarin, ja. Und das war's dann auch. Das war's. Okay, Leute, also es war halt wirklich echt so ein Fail. Also wir haben halt echt nicht viel bekommen. Wie gesagt, ihr habt es gerade gesehen, diese 2 Kerzen, das war auch echt das Einzige. Aber mehr Herbstsachen hatten wir jetzt einfach nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich euch jetzt ein bisschen mehr Sachen zeigen könnte, aber leider ist es nicht der Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsartikel von Ikea sind, beziehungsweise ob ihr schon irgendwas für Herbst gefunden habt, weil wir haben jetzt halt echt gar nichts gefunden. Und wenn euch das Video trotz dieses extremen Fails gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!